Der Saugnapf. Wo ist der Professor? Habt ihr ihn gesehen? Noch nicht. Seltsam. Er wollte doch heute einige Tests mit uns durchführen. Großfix, guck hier unter dem Glas. Da ist eine Notiz. Liebe Freunde. Dann ist sie ja für uns. Klar, denn Professor Eugenius kann immer auf uns bauen. Ich bin nämlich auf eine Konferenz gefahren. Was sollen wir denn tun? Werft während meiner Abwesenheit bitte ein Auge auf meine Tests. Da wäre die Armbanduhr. Und wo ist sie? Na, gleich hier. Schaut, warum ist die Uhr denn im Wasser? Damit die Fische wissen, wie viel Uhr es ist, Snowlake, sei nicht albern. Das ist der Test für die Armbanduhr. Siehst du? Da steht wasserfest. Genau da auf der Rückseite. Das heißt, dass kein Wasser in sie rein kann. Ich verstehe. So prüft der Professor, ob sie auch unter Wasser funktioniert. Verstehst du? Ah, jawohl. Verstanden. Die Uhr funktioniert. Und jetzt der Türklingeltest. Wir schauen nach. Der ist da vorn. Was macht denn das Ding? Dieser Apparat testet die Haltbarkeit der Türklingel. Um die Qualität von Anwendungen, Spielzeugen, Sportgeräten und anderen Dingen zu untersuchen, müssen sie wichtigen Tests unterzogen werden. Nehmt zum Beispiel Handys. Die werden sowohl mit Hitze als auch mit Kälte getestet, denn sie müssen an heißen Orten wie Afrika und an kalten Orten wie der Arktis funktionieren. An Computern werden Vibrations- und Erschütterungstests durchgeführt, damit sichergestellt wird, dass man sie auch außerhalb des Hauses und während der Fahrt benutzen kann. Verschiedene Produkte müssen unterschiedliche Haltbarkeitstests bestehen. Zum Beispiel werden Sportschuhe und Autoreifen zum wiederholten Male gerieben und gequetscht, um zu sehen, wie lange sie halten. Ja, Tests sind sehr wichtig. Ohne Tests könnte euch eine Maschine im ungünstigsten Moment im Stich lassen. Wenn einmal die Woche Gäste zu Besuch kämen und ein Rowdy einmal im Monat käme und einen Klingelstreich machen würde, dann würde diese Türklingel etwa 400 Jahre halten. Das ist lang. Die Türklingel funktioniert noch. Das ist sehr gut. Jetzt, Was? Ich weiß nicht. Da steht auch etwas auf der anderen Seite. Wir müssen das Glas hochheben. Hopp, hopp, hopp. Wir benötigen einen Saugnapf. Ein Saugnapf? Saugnäpfe werden aus Gummi oder anderen elastischen Materialien hergestellt. Wenn ein Saugnapf gegen eine glatte Fläche gepresst wird, wird die in ihm enthaltene Luft verdrängt. Da die Außenluft wieder herein will, drückt sie den Napf herunter. Der Gummirand des Napfes lässt nicht zu, dass Luft hineingelangt. Also übt die Außenluft stetig Druck aus. Dadurch bleibt der Saugnapf kleben. Dieser Vorgang wird möglich gemacht durch die Kraft der Luft. Warte eine Minute. Ich weiß, wo es einen großen Saugnapf gibt. Den nehmen wir. Wunderbar, Nolik. Wir müssen uns beeilen, bevor Luft unter den Saugnapf gerät und er sich dann löst. Mein Saugnapf löst sich niemals. Naja, lasst uns sehen, was hier steht. Simka, du solltest dich beeilen. Stellt auch sicher, dass im Labor nichts kaputt geht, während ich weg bin. Was könnte denn hier schon kaputt gehen? Ah, die Glasplatte, Vorsicht! Tja, da haben wir den Salat. Und wer wird jetzt alle diese Scherben aufräumen? Was meinst du wohl? Nolik, der Saugnapf war ja wohl seine Idee. Nein, Simka, sie hat nur zu langsam gelesen. Hört mal, das ist alles meine Schuld, weil der Saugnapf ja meine Idee war. Ich muss aufräumen.
Jetzt komm schon, Großfix. Wir machen das schon sauber. Professor, der Saugnapf war trotz allem eine prima Idee. Die Kopie. Elisa! Ach, egal. Ich hab's gefunden. Ah, nein, doch nicht. Elisa! Elisa! Ich höre Sie. Ich komme, Professor Eugenius. Hast du diesen Regenschirm gesehen? Sieht aus, als hat der Professor wieder seinen Schirm verloren. Sieh, wie viele Flyer da sind. Nolik, das sind alles Kopien von einem Flyer. Elisa druckt viele davon, damit sie in der ganzen Stadt aufhängen kann. Ein Kopierer ist ein Gerät, mit dem man viele Kopien von einem einzigen Bild oder Dokument machen kann. Ein Bild, das kopiert werden muss, wird auf eine Glasscheibe gelegt unter einem Deckel. Der Fotokopierer bestrahlt es dann mit hellem Licht, damit er ein klares Foto machen kann. Dann wird das Bild auf Papier gedruckt, mit Hilfe besonderer Tinte und einer sich drehenden Walze. So kann man identische Kopien wieder und wieder von einem Original machen, bis die Tinte oder das Papier alle sind. Was ist passiert, Professor Eugenius? Mein Aktenkoffer, ich finde ihn einfach nicht. Ach, Sie sind so zerstreut. Erst war es der Regenschirm, jetzt der Aktenkoffer. Oh, ist das für mich? Ich mach das nicht mit Absicht. Oh. Nun, wir finden Ihren Aktenkoffer. Ich designe dafür einen Flyer und drucke ihn auch gleich aus. Jetzt weiß ich's wieder. Sie wissen wieder, wo Ihr Aktenkoffer ist? Nicht das. Diesen Morgen habe ich meinen Tee gar nicht getrunken. Also müssen wir Ihren Tee auch noch finden. Es ist so dunkel hier drin. Leise. Elisa kommt hoch. Wir müssen uns verstecken. Wo ist das Bild vom Aktenkoffer? Hier ist der Flyer für einen verlorenen Schlüssel, der für das Handy. Der Flyer, falls der Professor verloren geht. Hier der verlorene Aktenkoffer. Exzellent. Sieht aus, als sei die Luft rein. Und wo ist Nolik? Da ist Nolik. Gedruckt. Er steckt im Kopierer fest. Wir müssen ihn sofort retten. Ihn retten? Wir müssen alle gerettet werden, Spule. Wenn Elisa diese Flyer aufhängt, dann wird die gesamte Stadt die Fixes entdecken. Also was sollen wir tun? Warte. Wir können dieses Deckweiß benutzen, um Nolik zu übermalen. Simka, sieh! Da ist noch ein Nolik. So, da ist noch einer. Nicht jeder hat die Möglichkeit, die Gemälde der großen Meister live zu sehen. Aber dank der Kopiertechnologie sind diese Bilder auf der ganzen Welt bekannt. Junge Maler und Bildhauer lernen ihr Handwerk, indem sie die Werke der alten Meister studieren und kopieren. Es ist wichtig, Kopien von wichtigen Dokumenten zu haben, für alle Fälle. Was, wenn das Originaldokument zerstört wird? Dann gibt es wenigstens eine Kopie. Kopien sind normalerweise sehr hilfreich, aber nicht alle Kopien sind gut. Einige Kopien namens Fälschungen sind schlecht. Eine Fälschung ist die Kopie eines Bildes, Dokuments oder sogar von Geldscheinen, die als Originale ausgegeben werden. Gefälschte Kopien zu machen ist illegal. Man kann sogar für solche Kopien ins Gefängnis kommen. Und etwas hier. Damit die Menschen nichts über die Fixies herausfinden. Schade, dass ich nicht dabei war. Ich hätte euch helfen können. Professor, ich gehe. Oh? Da sind sie ja. Haha, Elisa. Elisa. Sie ist gegangen und hängt die Flyer auf. Ja?
Und ich habe den Koffer und den Schirm selbst gefunden. Ich rufe sie an und sage es ihr. Wo ist mein Handy? Habe ich es verloren? Keine Sorge, Professor. Wenn Sie es nicht finden, Elisa hat bestimmt ein Foto von Ihrem Handy. Hauptsache, Elisa geht jetzt nicht auch noch verloren. Die Uhren. Überhol ihn. Von links. Niemals. Dann fliegst du raus. Werde ich nicht. Siehst du? Was? Hä? Ach, nichts. Jetzt redest du schon mit dem Computer wie mit einem Freund. Hör mal, du hast heute genug gespielt. Oh, Mama, noch ein kleines bisschen. Noch eine halbe Stunde bis zum Abendessen. Und dann ist Schluss mit dem Computerspielen. Na toll. Ich schaffe alle Level niemals in einer halben Stunde. Niemals? Hey, was, wenn wir die halbe Stunde ausdehnen? Wie? Wir können die Zeiger der Uhr doch etwas zurückdrehen. Das kommt doch raus. Okay, dann verlangsamen wir die Uhr. Ja, aber wie? Das müsstet ihr eigentlich wissen. Damals funktionierten Uhren mit Hilfe eines Pendels. Das Pendel kontrolliert, wie schnell sich die Zeiger der Uhr drehen. Wenn man das Pendel verlängert, schwingt es langsamer. Und so bewegen sich auch die Zeiger langsamer. Wird das Pendel kürzer, tickt die Uhr schneller. Moderne Uhren funktionieren ohne Pendel. Sie haben stattdessen eine Federung oder einen elektronischen Chip. Und trotzdem kann man auch die Geschwindigkeit dieser Uhren verändern. Los, schieb! Wow, ihr habt's geschafft. Toll, wie viel langsamer sie jetzt läuft. Jetzt hast du genug Zeit zu spielen. Aber verlangsamt ihr jetzt auch die Uhren in der Küche? Ja, und alle anderen Uhren auch. Wenn ich hier drehe, dann wird das Pendel länger. Ja, und nun schlägt die Uhr langsamer. Tidisch! Feuer, sieh, noch eine Uhr. Ja, komm mit. Geschafft. Jetzt sind alle Uhren langsamer, im ganzen Haus. Gut gemacht. Ja. Wow, Tom Thomas, wie cool. Wow. Noch ein Level. Wahnsinn. Unglaublich, weiter so. Seltsam. Hurra! Unglaublich! Ja, ich habe alle Level geschafft. Oh, danke. Ihr beiden seid... Wir sind die Meister der Zeit. Ja! Ja, aber ich werde echt hungrig und Mama hat mich noch nicht zum Essen gerufen. Weil die halbe Stunde noch nicht vorbei ist. Hey, riecht ihr das? Es riecht angebrannt. Was ist passiert? Ein Feuer? Komisch. Ich habe 30 Minuten gewartet, wie immer. Aber dieses Mal ist alles angebrannt. Ist die Uhr vielleicht stehen geblieben? Nein, sieh doch, sie funktioniert. Ich mache dir Haferflocken. Was, zum Abendessen? Mama, ich muss kurz. Ich bin gleich wieder da. Seht ihr, was ihr angerichtet habt? Ihr beiden Meister der Zeit? Ihr zwei müsst die Uhren wieder aufdrehen. Okay. Wird gemacht. Wir holen die Zeit wieder ein. Der Mensch hat sich viel einfallen lassen, um Zeit messen zu können. Wenn man zum Beispiel einen Stab in den Boden steckt, kann man anhand seines Schattens die Zeit ablesen. Diese einfache Uhr nennt man Sonnenuhr. Eine andere einfache antike Uhr ist die Wasseruhr. Man kann die Zeit messen, indem man abliest, wie viel Wasser abgeflossen ist. Und wenn man statt Wasser Sand herunterrieseln lässt, dann hat man eine Sanduhr. Aber der Mensch konnte die Zeit ehrlich gesagt nie ganz genau messen, bevor er mechanische Uhren erfand. Die gibt es in allen möglichen Größen, von großen Wanduhren bis hin zu kleinen Armbanduhren. Heute haben wir auch digitale Uhren, die man sehr leicht ablesen kann. Aber die genaueste Uhr ist die Atomuhr. Die gesamte Welt richtet sich nach ihr. Tom Thomas, warum klingelt dein Wecker mitten in der Nacht, hä? Was? Es ist mitten in der Nacht?
Sie, Tom Thomas. Aber der Uhr nach müsste ich jetzt aufstehen. Komisch. Gestern haben Feuer und ich alle Uhren beschleunigt. Deswegen hat der Wecker so früh geklingelt. Beschleunigt? Seid ihr verrückt? Tom Thomas wollte das. Also was sollen wir jetzt machen? Ist doch klar. Geh jetzt in die Schule. Das war ein Witz. Puh. Leg dich wieder hin. Keine Sorge. Ich stelle die Uhren wieder normal ein. Kann ich mitkommen und dir helfen? Helfen? Ihr Jungs seid es doch, die die Probleme erst machen. Der Kompass. Ei, ei, Kameraden an Deck. Ei, ei, Kameraden. Beim Klabautermann. Simka, Nolik, was macht ihr denn hier? Wir sind nicht Simka und Nolik. Wir sind furchteinflößende Piraten. Ja, Piraten. Und heute hissen wir die Segel. Bist du dabei? Ja, bin an Bord. Hurra! Du meinst, nein, kein Hurra? Ach, ja. Erst musst du einen Test bestehen. Geh und finde etwas Besonderes. Etwas, das ein Matrose nie vergessen darf. Niemals. Kann ich machen, aber wie? Mit einer Karte. Und die ist da. Ich habe noch niemals so eine Mini-Karte gesehen. Was soll das heißen, Mini? An der haben wir eine halbe Stunde gesessen. Von da, wo du gerade stehst. Aha, von hier meint ihr. Er hat richtig geraten. Gehe erst in Richtung Norden, bis du dann schließlich... Wartet mal. Aber wo ist denn Norden? Natürlich an den Ort, wo es den Nordpol, Eis und Polarbären gibt. Aber wie weiß ich denn, in welche Richtung ich gehen muss? Mit einem Kompass natürlich. Ein Kompass ist ein besonderes Gerät, mit dessen Hilfe Matrosen und Piloten wissen, in welche Richtung sie steuern. Egal ob in der Luft oder auf See. Unser Planet ist wie ein großer Magnet, der zwei Pole hat. Den Nordpol und den Südpol. Diese magnetischen Pole helfen der Nadel im Kompass, ihren Weg zu finden. Die Nadel ist magnetisiert. Deshalb zieht es eines ihrer Enden zum magnetischen Nordpol, während das andere Nadelende immer in Richtung Südpol zeigt. Das weiß ich. Hier gibt es aber keinen Kompass. Dann basteln wir einen, und zwar selbst. Woraus denn? Wir nehmen eine Nadel. Sie muss nur magnetisiert werden. Und wie soll sie sich dann drehen? In einer Untertasse mit Wasser. In Richtung Norden und das andere Richtung Süden. Welches zeigt denn wohin? Obwohl, hier ist das Fenster. Das kann's also nicht sein. Dann ist hier Norden. Gefällt mir wirklich gut, unser kleiner Sprotte hier. Du nennst mich kleiner Sprotte? Na, das ist bloß Piratensprache. Also gut dann. Auf nach Norden. Geh erst nach Norden, bis du siehst. Ein schlafendes Monster. Kameraden, ahoi! Am Horizont. Er soll das alleine schaffen. Geh jetzt nach links und laufe 300 Schritte weiter. 300? 300. Ich habe sie selbst gezählt. Aha. Okay. Das heißt, ich gehe 1, 2, 3. Jetzt geradeaus, bis du direkt zum riesigen Baum kommst. Das nennt ihr einen Baum? Oh, fantastisch! Ich glaub's nicht. Es ist ein echter Schiffskompass. Manche nennen ihn auch Marinekompass. Der erste Kompass wurde vor mehr als 1000 Jahren im alten China erfunden. Mit seiner Hilfe konnten die Chinesen die Wüste durchqueren. Und etwa 200 Jahre später tauchte der Kompass in Europa auf.
Ob die Europäer selbst auf die Idee für den Kompass kamen oder sie von den Chinesen übernommen haben, ist nicht klar. Eins ist jedoch sicher. Wir Fixies erinnern uns daran, wie die frühen Kompasse gebaut wurden. Die ersten Kompasse waren magnetisierte Nadeln, die sich auf einem Schwebekörper in einer Wasserschüssel befanden. Später wurde die Nadel auf die Spitze eines Stiftes gesetzt, wodurch sie sich frei bewegen konnte. Dies ähnelte schon den heutigen Kompassen. Weil die Nadel eines Kompasses immer nach Norden zeigt, kann ein Seefahrer leicht herausfinden, in welche Richtung er sein Schiff wenden muss. Will er nach Norden segeln, dann folgt er der Nadel gen Norden. Will er nach Süden, dann steuert er in die entgegengesetzte Richtung. Dein Vater hat ihn gestern spät am Abend mit nach Hause gebracht. Du hast geschlafen. Wartet mal. Ich bin gleich wieder da. Was gibt's? Ja, sie liegen auf einer Linie. Natürlich tun sie das. Wie sonst wärst du wohl hierher gekommen? Wir sind fertig mit der Nadel. Ich bring sie zurück. Ja, genau. Schön sicher verpacken. Aber stich dich nicht. Die Schrauben. Huhu, Tom Thomas, woran denkst du gerade? Hä? Ich muss einen Aufsatz schreiben. Mein bester Freund. Und ich weiß nicht, über wen ich schreiben soll. Was meinst du über wen? Bin ich nicht dein bester Freund? Natürlich. Wie konnte ich vergessen, von dir zu schreiben? Und das kannst du vergessen. Das ist doch unser Geheimnis. Du hast doch versprochen, nichts über uns zu erzählen. Klar, ich erinnere mich. Was ist heute mit Kaubacke los? Kaubacke, was zum Kuckuck hast du denn gegen diese Schrauben? Was ist los mit dir? Lass sie in Ruhe. Hör jetzt auf damit. Sonst geht mein Flugzeug kaputt. Ah! Lass uns schnell hier weg. Au! Was ist hier los? Was ist hier los? Hey, verwandelt euch wieder zurück. Sonst lasse ich euch nicht gehen. Oh, bitte. Habt keine Angst. Ich werde euch beiden doch nichts tun. Ich werde euch nur eine Frage stellen. Und dann lasse ich euch frei. Nolik, tu's nicht. Mach dir keine Sorgen. Was glotzt du so? Stell deine Frage. Wahnsinn, ihr könnt sprechen. Wer seid ihr denn? Fixies! Das war's, wir haben geantwortet. Jetzt lass uns raus! Wartet, aber was heißt das, ihr seid Fixies? Na, das wäre ja wohl schon Frage Nummer 2. Du hast versprochen, uns freizulassen, oder? Tut mir leid. Ihr könnt jetzt gehen. Simka, es ist okay. Seine Augen sagen mir, dass wir ihm vertrauen können. Na gut, wir sagen's ihm. Und du musst schwören, dass du's niemandem erzählst. Ich schwöre es. Fixies. Wir sind die kleinen Leute, die in Maschinen und Geräten wohnen und sich um sie kümmern. Wir reparieren sie, säubern sie und ölen sie. Menschen wissen nichts von uns. Sie glauben, dass wenn ein Gerät nicht mehr geht und dann plötzlich wieder funktioniert, es ganz von allein geschehen ist. In Wahrheit passiert nichts von allein. Es geschieht, weil wir Fixies drinnen leben. Ja, ohne uns Fixies hätten die Menschen so viel mehr Probleme mit ihren Maschinen. Fantastisch. Sagt mal, wie heißt ihr denn? Das wäre dann schon Frage Nummer 3. Mein Name ist Nolik und sie heißt Simka. Und mein Name ist Tom Thomas. Werdet ihr wiederkommen? Oh Mann. Ich war so nah dran, der einzige Junge der Welt zu sein, der mit den Fixies befreundet wäre. Und ich dachte schon, ihr würdet nie wiederkommen. Eigentlich hatten wir das auch nicht vor. Aber dann wollten wir die einzigen Fixies auf der Welt sein, die mit dem einzigen Jungen befreundet sind, der ein Freund der Fixies ist. Und der niemandem von uns erzählt hat.
Die Fixies tun ihr Allerbestes, um sich vor Menschen zu verstecken. Sie haben Angst davor, dass, wenn Menschen Fixies entdecken würden, man sie jagen und wie Haustiere in Käfige einsperren würde. Und noch schlimmer wäre es, wenn man sie in wissenschaftliche Laboratorien bringen würde und anfangen würde, sie zu untersuchen. Und zwar unter Mikroskopen oder um wissenschaftliche Experimente an ihnen durchzuführen. Angenommen, die Menschen dächten, dass wir all ihre Arbeit für sie erledigen würden und somit entschieden hätten, dass sie sich nicht mehr um ihre Geräte kümmern müssen. Nun denn, lasst mich euch eines sagen. Falls sich Menschen dafür entscheiden sollten, ihre eigenen Geräte zu vernachlässigen, dann könnten nicht einmal die Fixies etwas tun, um die Geräte vom Kaputtgehen zu retten. Deswegen ist es sehr weise von den Fixies, sich vor den Menschen zu verstecken. Na gut, dann schreibe ich über jemand anderen. Ich habe den allerbesten Freund auf der Welt. Punkt. Wenn etwas kaputt geht, macht er es heil. Und sein Name lautet No. Sein Name lautet Nolan. Das Level. Tom Thomas, tut mir wirklich leid. Den Film dieses Wochenende muss ich absagen. Wieso? Ich muss nach Afrika für die Arbeit. Und morgen schon. Oh, cool. Meinst du, ich kann vielleicht mitkommen? Nach Afrika? Weißt du denn überhaupt, wo das liegt? Afrika. Da, hier vorn. Mhm. Nein, du bist noch zu klein. Wenn du so groß bist wie Afrikas Spitze, dann nehme ich dich mit. Hier, dort. Tom Thomas, was machst du da unten? Ich wollte wissen, ob ich so groß bin wie die Spitze Afrikas, oder nicht? Nun, kennst du deine Größe? Okay, dann messen wir dich und markieren, wie groß du bist. Du musst nur das Buch halten, okay? Simka, wie misst man, was höher ist? Die Spitze Afrikas oder diese Linie? Nicht so einfach. Wir brauchen ein Stückchen Silikonschlauch. Oh, den kann ich für dich holen. Ich weiß, wo er ist. Und wir bauen ein einfaches Werkzeug, um die Antwort zu finden. Das nennt man Schlauchwaage. Lasst uns ein Experiment machen. Erst gießen wir Wasser in zwei Flaschen. Etwas mehr in die eine und etwas weniger in die andere. Dann verbinden wir sie mit einem Schlauch, sodass das Wasser zwischen ihnen fließen kann. Seht ihr? Das Wasser fließt und fließt. Und dann bleibt es stehen. Es bleibt stehen, wenn die gleiche Menge an Wasser in beiden Flaschen ist. Und wenn man das mit einem einfachen Schlauch macht, wird daraus ein nützliches Gerät namens Schlauchwaage. Darin hat das Wasser auf beiden Seiten immer den gleichen Stand. Ich überprüfe den Wasserstand auf dieser Seite. In Ordnung? Pass auf, wie du den Schlauch hältst, sonst fließt das Wasser ab. Nolik, wie sieht's aus? Das Wasser im Schlauch ist gleich auch mit dem Stand des Strichs. Da hast du's, Tom Thomas. Der Wasserstand zeigt an, wie groß du bist. Und? Nun, sieht so aus, als ob Tom Thomas zu klein für Afrika ist. Was, wenn wir den Schlauch etwas höher halten? Das kannst du machen, wenn du willst, aber das Wasser wird bleiben, wo es ist. Siehst du, der Wasserstand auf deiner Seite bleibt immer so wie auf der anderen Seite. Das dauert aber, bis ich so groß werde. Und was, wenn wir die Karte etwas niedriger hängen? Das wäre geschummelt. Aber es wäre clever. Es gibt viele tolle Sprichwörter, aber mein liebstes ist zweimal messen, einmal schneiden. Um richtig zu messen, braucht man Messgeräte. Das einfachste ist ein Lineal. Damit können wir die Länge eines Objektes herausfinden. Eine Armbanduhr misst, wie viel Zeit vergangen ist. Ein Tachometer zeigt uns, wie schnell wir uns bewegen. In einem Auto oder auf dem Fahrrad. Ein Stromzähler misst, wie viel Elektrizität wir nutzen. Ein Dezibelmesser kann uns sagen, wer lauter schreit oder stampft.
Und ein Stangenzirkel kann ganz genau die Größe einer Münze oder eines Loches messen. Wir würden nicht auskommen ohne wundervolle Geräte wie diese. Wenn wir nicht alles sorgfältig messen könnten, würde alles um uns herum, was wir bauen, einfach auseinanderfallen. Oh oh. Papa! Papa! Guck, Papa! Das ist komisch. Anscheinend bist du etwas gewachsen. Heißt das, ich darf mitkommen? Ja. Bist du bereit? Hurra! Aber wenn du nach Afrika willst, musst du geimpft werden. Das stört dich doch nicht, oder? Dafür muss ich extra geimpft werden? Bist du sicher? Ja, da ist eine gegen Malaria, Zezefliege, Krokodilbisse. Insgesamt gibt es 10 Spritzen. 10 Spritzen? Ja, 10. Oh. Papa, weißt du, das war ein Witz. Als du weg warst, habe ich die Karte runtergezogen. Okay, verstehe. Und ich habe gespaßt mit all den Impfungen. Was? Also braucht man keine Impfungen? Man braucht sie, aber nicht 10. Wie viele dann? 9 davon. Es gibt gar keine Impfung, nirgendwo, die ein Krokodil davon abhält, dich zu beißen. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist...